Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Hospital. Wir müssen weitermachen mit unserer Aufgabe hier. Wir behandeln weiterhin Patienten. Wir sammeln sogar nebenbei ein kleines bisschen Geld. Nee, das wird gleich wieder weg sein. Wir haben bestimmt gleich wieder 30.000 Schulden. Und das meine ich ernst. So, wir können jetzt leider nur warten. Ich muss dann von der Nachtschicht ein paar Ärzte auch unter Kontrolle auf jeden Fall nehmen. Oh, hier ist jemand im Koma. Noch einer. Herzklopfen. Okay. Vitaminmangel. Oh, das ist ja auch nicht schön. Na, hier wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr viel passieren, oder? Ich weiß gar nicht, wo hier das Wartezimmer war. Hier ist gerade gar keiner mehr da. Oh, und der ist... Das ist unser eigener Arzt, der so sich extrem totschuftet. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben ja fleißiger Mitarbeiter extra nicht genommen. So, jetzt muss ich kurz mal mir die... Sind das jetzt schon die Nachtärzte? Ich glaube... Aber ich muss gucken, wer hier arbeitet an den Dingern. Dann kümmern wir uns auch mal jetzt um die Nachtpatienten. Vielleicht. Wenn da welche kommen sollten. So, wo sind sie? Okay, das ist einmal die Elizabeth. Die war hier... Nein, irgendwie nicht. Moment, bin ich im richtigen... Doch, ich bin doch hier. Nee, ich war nicht hier. Und Robert. Elizabeth und Robert bräuchte ich. So. Oh, der geht schon, weißt du, die kommt schon zur Arbeit schlecht gelaunt. Der auch. Was ist denn hier los? So, ich mach mal schnell. Falls da keine Patienten kommen sollten, dann machen wir gleich zur nächsten, ja, hier 16.000. Na gut, sind nicht 30.000. Was hier? Maßnahme für einen bereits... Achso, da ist eine Maßnahme bereits abgeschlossen. Was soll ich machen? Weitere Behandlung oder nach Hause? Wie sieht's denn aus? Antibiotika will sie haben, dann geben wir ihr doch Antibiotika. Ist das, habe ich jetzt richtig geguckt? War das das richtige Antibiotika? Ja, gut. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier stehen, die klingen gerade alle hier so gleich. Okay, Antibiotika hat sie jetzt auch, dann können wir sie nach Hause schicken, ne? So, bye bye. War leider nicht das, was wir gebraucht haben. Na, hier kommen jetzt auch keine solchen neuen Patienten dazu, scheinbar. Nope, die kümmern sich jetzt nur um Patienten, die wir schon hatten. Was haben wir denn? Ist das Bild neu? Das kommt mir so neu vor mit der Frisur und dem roten Lippenstift, als hätten wir sowas noch nicht gehabt. Oh, das ist schon der nächste Schock. Okay, müssen wir leider wegschicken, die Gute. Tut mir leid. Aber ist das neu? Das kommt mir so vor, als hätte ich das Bild jetzt zum ersten Mal so gesehen. Was ist hier? Mitarbeiter war letzte Nacht betrunken. Ja, es tut mir leid, aber... Okay, das gucken wir gleich, aber du bist dann leider gefeuert. Ich kann keinen Mitarbeiter beschäftigen, der betrunken ist. Wo arbeitet der denn? In der Radiologie arbeitet der. Okay, dann gucken wir da mal gleich hin. Weil dann müssen wir da ja auch gleich jemand Neues einstellen. Also erstmal du. Sorry, aber du bist gekündigt. Du musst hier gerade mit den Proben und so. Oh Gott, der zerschlägt uns hier betrunken die ganzen Proben und dann muss alles nochmal neu gemacht werden. Das geht gar nicht. Also generell im ganzen Krankenhaus geht das einfach nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier einstellen. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Leute einstellen, wie ging das? Verdammt. Huch. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das so... Hä, warum kann ich denn hier nichts machen? Ich sehe alles andere, aber... Achso, weil das nicht die Radiologie ist, verstehe. Ich wollte schon gerade sagen, das geht... Wo ist denn meine Radiologie? Habe ich hier aus Fight... Das war gar nicht Radiologie oder Labor wollte ich. Ja, stimmt, das daran liegt. Ich habe einfach, ach. Ja, lang nicht mehr gemacht, aber hier ist gar keiner. Dann war der doch von der Radiologie und nicht von denen. Hier fehlt jetzt tatsächlich die Tagschicht. Okay, ich dachte, der war vom Labor und habe gerade einfach nur die ganze Zeit das falsche Wort eigentlich gesagt. Das war tatsächlich die Radiologie. Ja, fleißige Mitarbeiter wissen wir jetzt, ist nicht so geil. Wir nehmen die hier. Die scheint sehr engagiert. So, und Moment, wir gehen wieder hoch. Nein, nicht so hoch. Ich kann natürlich auch Ärzte aus einer anderen Abteilung nehmen. Ich muss das ja nicht aus der Abteilung machen. Oh, ich habe hier vergessen zu gucken, ne? Moment. Ach, der hier. Ah, jetzt habe ich den ganz vergessen aufgrund dessen. Jetzt wird er schon weggeschickt. Ist der jetzt schon gegangen? Also ich hätte jetzt was anderes auswählen müssen für Untersuchungen. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon weg ist. Ich gucke mal eben, ob ich noch was anderes machen kann. Ja. Machen wir mal das EKG. Ich hoffe, es geht noch. So, wieder das hier. Keine eindeutige Diagnose haben wir hier. Okay, hier müssen wir auch was anderes machen. Moment. Dann schicken wir den mal zur
Sonographie. Okay, weiter geht's. Abteilung kann keine Diagnose für einen Patienten erstellen. Schon wieder. Ja, auch hier machen wir das Gleiche. Was hatten die so? Erbrechen, Übelkeit. Achso, ich sollte ja hier einfach mal gucken, ne? Hier auf die Lupe können wir gucken, was da, was es alles sein könnte, was man dann für Untersuchungen machen könnte. Das wurde mir in einem Kommentar nämlich gesagt. Bin ich sehr froh drüber. Aber wenn ich mir das hier so angucke, was da alles möglich ist, dann würde ich wirklich zur Chirurgie gehen. Machen wir mal hier die Sachen. Dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich glaube, ich hätte noch tiefgründiger gucken können gerade. Jetzt habe ich es einfach nur so gemacht. Hier ist eine Maßnahme abgeschlossen. Okay, also die hat das. Oh, ja, 4 von 10. Sehr schön. Und jetzt müssen wir da, was müssen wir machen? Eine Stapedektomie. Wo wird die gemacht? Chirurgie scheinbar. Nee, doch nicht. Oder Arztschwester nicht verfügbar. Okay, ich kann sie aber trotzdem schon aufnehmen, oder? Aber es geht aus irgendeinem Grund nicht. OP-Saal. In der inneren. Oh, ist ja doch falsch. Moment. Das war hier schon ganz richtig eigentlich. Ups. Naja, hoffentlich kommt sie jetzt auf die richtige Station. Ich weiß es nicht. So, 4 von 10. Sehr schön. Hat doch noch einen Fall bekommen über Nacht. Ja, ich will halt nicht so viele Ärzte machen, weil sonst haben wir hier wahrscheinlich eine Meldung nach der anderen. Deswegen habe ich mich auf die beiden hier konzentriert. Wir können natürlich auch einfach in die Normalstation reingehen. Ich fand das auch interessant, weil wir hier halt mal Krankheiten sehen, die wir vorher halt nicht gesehen haben. Hier ist die Maßnahme abgeschlossen, aber nichts. Achso, hier muss erstmal gemacht werden. Okay, wir haben Schwindel. Dann machen wir mal alles, was irgendwie. Ja, sowas hier. Erstmal die ganz normalen Sachen, dann können wir immer noch weiter schauen und die zu härteren Mitteln greifen. Aber mir macht das wirklich Spaß. Ich mache das gerne. Ich würde gerne noch mehr machen. Also so gezielt irgendwie so einzelne Fachkräfte irgendwie übernehmen und den kompletten Alltag irgendwie. Na gut, das wäre dann Sims. Ich dachte gerade, oh, so ein Spiel müsste es geben und dann fiel mir ein, ach ja, Moment, es gibt Sims, okay. Was haben wir hier? Es geht nicht weiter. Okay, dann machen wir mal Audiometrie und neurologische Tests. Ich weiß, ich kann da gucken, was man für Tests machen kann. Ich habe es schon wieder verplant gerade. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Ach so, okay, wurde alles gemacht. Okay, dann bleibt ja nur das CT eigentlich. Zumindest da. Wir sind bei 4 von 10. Oh, das dauert echt lange. Ich dachte, das machen wir in einer Folge mal eben so weg, aber nö. So einfach ist es dann doch nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder die Tagschicht, oder? Na gleich, noch nicht. Maßnahme abgeschlossen. Ja, ach so, ist schon. Halt, müssen wir gar nicht mehr. Und die braucht eine Kortikosteroide. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und kann nach Hause. Sehr schön. Ja, da kam auch gerade die Nachricht. Sehr gut. Raumstatistik ist mir egal. Jetzt haben wir schon 5 von 10. Also die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind bei 30.000 im Minus wieder nach der Nachtschicht. Ja, das scheint so eingependelt zu sein. Da kommen wir gerade irgendwie nicht ganz weg. Wird Zeit, dass wir hier was erledigen von. Patient kann entlassen werden. Der Timo Stachelhaus, das ist auch ein geiler Name. Die kann auch entlassen werden. Das ist... Oh, ich hätte mal anklicken sollen. Moment, dich nochmal. Auf Wiedersehen. Und auch der kann nach Hause. Sehr schön. Ganz viele Patienten, die scheinbar gut behandelt wurden. Hoffe ich. Und noch eine nach Hause. Das sind wahrscheinlich alle, die dann auf den Stationen liegen. Die von den ersten ja behandelt wurden. Die ich selber jetzt schicken muss. Okay, was ist hier? CT. Der Patient wartet darauf, dass du weitere Untersuchungen hier hast. Okay, das wurde jetzt erkannt. Schön. Haben wir 6 von 10. Und auch hier die Stapedektomie. Aber da muss ich erst Aufnahme machen, ne? Okay. Huch, da bin ich gerade ein bisschen rausgeflogen. 6 von 10, noch 4. Ob wir das in der Folge noch schaffen, weiß ich nicht. Wäre natürlich toll. Aber ich habe heute ungelogen. Es ist ein sehr fauler Freitag gerade für mich. Normalerweise ist ja faule Sonntage. Für mich ist es gerade der faule Freitag, weil ich freitags keine Kurse habe. Habe ich gerade ein sehr altes Let's Play von Gronkh geschaut, Pixel Heroes. Und ich muss sagen, dass
Ich habe mega Bock darauf, das auch mal zu spielen. Ich habe das irgendwie gegen das, sowohl das Spiel als auch das LP 2015, wohlgemerkt, sehr an mir vorbei. Also ich 2015 auf jeden Fall schon dran geschaut habe. Und jetzt, ja, habe ich dieses Spiel und das LP entdeckt und muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Pixel Heroes kann ich nur empfehlen und ich will es unbedingt auch mal selber spielen. Auch so ein schönes Spiel, wo man mal ein paar Folgen so aufnehmen kann. Corticos de la. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, sorry. Okay, das hier ist es. Muss ich dafür eine Aufnahme machen? Nee, scheinbar nicht. Doch, das ist doch keine OP. Verabreichung von dem Zeug, das wird als OP bezeichnet? In intravenöse? Na gut. Also klar muss der auf die Station, aber ich bin gerade etwas verwirrt, dass da OP steht. Was ist hier? Oh, hier ist nicht klar, was los ist. Okay, dann erstmal. Warte mal, Asthma oder das? Ja, könnte ich wirklich mal gucken. Ich meine, es sind nur zwei Sachen. In der inneren oder in der Kardiologie kann man da nachschauen. Wahrscheinlichkeit 40-40, Krankenkasse, Behandlung. Wären die beiden dann jeweils. Symptome sind die alle. Und da kann man halt gucken, wie man die Symptome dann natürlich rauskriegt, durch welche Sachen, durch Abhören und so weiter. So, wir gucken jetzt erstmal, ob dabei was rauskommt. Bei den einfachen Sachen. Wir sind bei 7 von 10. Oh Gott, das schaffen wir. Also wenn wir jetzt Glück haben... Ah, immer noch nicht. Okay, dann gucke ich jetzt doch mal ein bisschen genauer, was man hier noch rausfinden kann. Hier sind irgendwelche Doppelungen, die bei beiden wären. Nicht mehr wirklich. Okay, hier können wir Abklopfen des Thorax erstmal machen. Warum wurde das noch nicht gemacht? Dann können wir abhören. Es wurde schon abgehört, oder? Abgehört... Moment. Sprache können wir auch noch gucken. Abhören wurde doch schon gemacht, aber... Achso, weil er die Symptome einfach nicht hat, natürlich. Ja, Quatsch. Körperliche Untersuchung. Da, ah, wir haben's. Sehr, das ist wirklich gut. Danke für den Tipp nochmal an den, der mir das Kommentar gegeben hat. Das ist echt super. Der Tipp ist echt Gold wert. Okay, jetzt muss hier natürlich auch was gemacht werden. Und zwar das da. Ich weiß nicht, muss die aufgenommen werden? Nein. Wir sind bei 8 von 10, noch 2. So, die ist fertig und kann heim. Gefällt mir gut. Kann ich die nicht alle behalten? Ich meine, bringt mir das nicht mehr, wenn ich die einfach alle in die Station schicke? Kriege ich da nicht was von den Krankenkassen? Oder kostet mich das was? Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier ist noch eine Menge. Dann mache ich erstmal gerade die Angiografie. Wir gucken mal. Der Tag läuft noch. Also wir können noch gut zwei Fälle bekommen. Wenn wir Glück haben, das Wartezimmer ist nur leider gerade ziemlich leer. Vielleicht soll ich doch nochmal zwei Ärzte von woanders übernehmen. Aber dann... Die beschweren sich schon wieder wegen dem Tragen. Oh, ein Patient geht. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber kann ich halt nichts machen, wenn die jetzt abhaut. Tragen? Na doch, hier sind... Obwohl, nee, hier sind genug. Hier könnte man noch Tragen hinstellen. Achso, ja, wenn man Geld hätte, könnte man hier halt noch Tragen hinstellen. Da stimmt, ist gerade ein bisschen mau. Können wir mal dran denken, wenn wir Geld haben, hier eine hinzustellen. Hier auch eigentlich davor. Der ist zum ersten Mal kollabiert. Und der kann entlassen werden. Das freut mich sehr. Auf Wiedersehen und ein schönes Leben wünsche ich dir. Und hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Nicht, weil er nicht ein sehr sympathischer Patient ist, sondern weil ich mir wünsche, dass er nicht mehr krank wird. Oh, wir haben Geld. Moment. Dann jetzt erstmal... Tragen. Warte mal, ich klicke hier einfach mal rein. Oder hier rein, dann kriegen wir auch eine Trage. So. Dann stelle ich einfach mal hier eine hin und ja, hier sind echt gar keine. Und hier auch nicht. Leider drin ist ein bisschen eng. Ich stelle mal dahin. So. Weiter kann es gehen. Es geht, kann weitergehen so manchmal. Wenn man kommentiert, kommen manchmal sehr witzige Sachen dabei raus. Was man so für Sätze erzählt. Also für komische Syntagma. Also ein komisches Satz-Syntagma dann. Weil man gleichzeitig überlegt und spricht und das ist meist nicht gut. So, was ist denn hier los mit dem? Warum passiert denn hier nichts? Der ist doch schon... Habe ich den wieder übersehen wahrscheinlich. So. Mittlerweile weiß ich schon, was hier gemacht werden muss. Das finde ich ganz cool. Das sollte man für jede Station immer machen. Ich meine, jetzt haben wir uns die Innere so angeguckt. Das sollten wir bei anderen Stationen auch noch so machen. Wir könnten auch mal hier die Ärzte mit übernehmen. Von der Kardiologie. Komm, wir machen das mal. Aber da ist gerade keiner, oder? Wir schauen mal. Hier. Jetzt habe ich... Oh.
wir können gar nicht so viele, aber ich kann hier... Ich hau mal die Nachtärzte nochmal raus und dann nehme ich die beiden. Und gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas Sinnvolles tun können und können uns vor allem auch die Krankheiten anschauen. Ah, okay. Hier muss auf jeden Fall noch rausgekriegt werden, was los ist. Temperatur, Sprache, so. Das sind, glaube ich, erstmal so die einfachsten Sachen. Dann bleibe ich mal kurz hier. Das hätte ich, hätte den DLC echt gern schon am Anfang gehabt vom Spiel. Da hätten wir an jeder Station wirklich einmal so durchgehen können und sie alle Krankheiten richtig gut angucken können damit. Das finde ich voll gut. Okay, das ist abgeschlossen und immer noch nicht klar, was los ist. Dann machen wir mal sowas hier. Die können wir auch noch machen. Das sind noch die einfachen Sachen. Die gehen alle noch in dem Arztzimmer. Okay, kam was raus? Nein, es kam nichts dabei raus. Dann machen wir das hier noch beides und den CRP-Test auch noch. So, gucken wir mal, ob was bei rauskommt. Stört euch das eigentlich, dass ich das auf der höchsten... Geschwindigkeit spiele? Mir ist das nämlich damals... Oh, hier ist... Moment. Ja. Immer noch nicht rausgekommen. Warte mal, dann können wir ja erstmal gucken, wie wir das rauskriegen. Kann ich das auch, wenn ich hier rauf... Nee, nur hier über die Symptome, glaube ich. Wie kann ich denn hier noch was rauskriegen? Urinuntersuchungen. Machen wir mal noch die. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir das alles auch noch. Das können wir auch noch machen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, stört euch das? Bei mir ist aufgefallen, dass ich damals das LP bei Cigaro, glaube ich, geschaut hatte. Da hat mich das ziemlich gestört auf der höchsten Geschwindigkeit. Da hätte ich das lieber gehabt, dass es auf einfacher wäre. Okay, hier ist gar nichts weiter klar. Hier wollte ich hin. Okay, da können wir quasi einfach noch alles machen. Hier ist noch gar nichts entschieden. Ja, wo schicke ich die da mal eben hin? Das bringt nichts. Können einen Schweißtest machen. Interessant. Aber ja, können wir auch machen. Aber ich mache auch das EKG direkt mal. So, die wird dann einmal weggeschickt. Immer noch bei 8 von 10. Verdammt. Okay, was muss hier gemacht werden? Ach, schon wieder das. So, und nach Hause kannst du auch. Ha, jetzt bin ich der Nachricht mal zuvorgekommen tatsächlich. Hier sitzen keine Patienten mehr. Schade. Das hier weiß man immer noch nicht. Da müssen wir jetzt echt die Sonographie machen. Krass. So, und dann hoffe ich, dass endlich mal rauskommt, was die gute Frau denn hat. Das kann ja nicht so bleiben. Ah, 8 von 10, schade. Wir haben es an diesem Tag nicht geschafft. Aber wir können es immer noch innerhalb der Folge schaffen. Wir brauchen jetzt nur 2 Fälle, die wir aufklären. 2 Stück, dann war es das. Ach so, ja klar, dann muss ich auch wieder die Nachtschichtärzte eigentlich übernehmen, verdammt. Ach Mist, eigentlich wollte ich die behalten. Kann ich die nochmal reinnehmen? Die behalte ich mal eben. Und zwar, weil ich wissen will, was mit der einen Frau los ist, wo wir jetzt die Sonographie gemacht haben. Das interessiert mich jetzt doch sehr, auch wenn es uns vielleicht hier nichts mehr bringt. Okay, hier ist noch alles gut. Ich hoffe, die Intensivstation kommt noch hinterher. Das sind sehr viele kollabierte Fälle. Okay, hier ist klar. Oh, 9 von 10. Ja. Und das da. War das das? Ja. Na, komm, rein da. Sehr schön. Und eigentlich würde ich auch gerne Ruhe sagen, aber ich glaube, das ist egal, ne? Kann ich dem das... Empfehlungen. Der Arzt gibt Empfehlungen zur Unterstützung der Behandlung durch den Patienten. Keine Ahnung, was denn Empfehlungen heißt. Ich würde ihm gerne einfach noch Ruhe sagen. Ich meine, Mikralklappenprolaps. Ich weiß aber nicht, ob Ruhe da gut ist. Manchmal gibt es ja auch Krankheiten, wo genau Ruhe eigentlich das Verkehrte ist und man sich bewegen soll. Deswegen will ich jetzt nicht einfach sagen, ruh dich mal aus und dann ist das nachher schlecht. Das möchte ich jetzt nicht einfach so machen. Okay, lange Wartezeiten, das ist mir egal. Sorry. Nur noch einen. Immer noch lange Wartezeiten, ist mir immer noch egal. Ist mir immer noch egal. Ich kann da nichts machen, sorry. Ich habe kein Geld für mehr Betten und mehr Untersuchungsräume und keine Ahnung was. Ja, dann muss sie gehen. Ist mir egal. Wenn ich warten kann, hat Pech gehabt. Ist ja im echten Krankenhaus auch so, dass man da mal den ganzen Tag rumsitzt. Hier ist eine Maßnahme abgeschlossen. Das, oh, ist immer noch nicht klar. Dann machen wir die beiden Sachen. Gucken wir mal. Huch, was ist denn jetzt? Was war das denn?
Okay, hier soll ich was machen? Okay, das da. Der will gehen, ist mir egal, immer noch. Ein bisschen Geduld mitbringen, Leute. Oder ein Buch, dann geht das auch. Insofern die Schmerzen nicht so doll sind und man lesen kann, das ist natürlich noch die Frage. Okay, die kann nach Hause, die gute Frau. Ja, tschüss. Ist okay. Ja komm, den einen Fall schaffe ich doch jetzt noch. Wir sind zwar schon mal 20 Minuten, aber ich will das jetzt noch schaffen hier. Ich habe auch schon wieder vergessen, was wir da für eine Belohnung kriegen. Und ich möchte die Belohnung jetzt sehen. Also los. Wo ist denn die Frau, die ich zur Sonografie geschickt habe? Kam die jetzt mittlerweile schon raus? War das die hier? Legionärskrankheit. Ich habe mir den Namen vielleicht mal merken sollen von der guten Frau. Okay, Antibiotika. Warum kann ich das nicht machen? Wo ist das? Die Station steht nicht zur Verfügung. Kann ich die denn einfach zu einer anderen Station bringen? Da scheinbar nicht. Intensiv auch nicht. Da aber. So, dann gebe ich ihr das auf der Station. Ich gucke nochmal. Zur Sicherheit. So. Dann soll die auf der Chirurgie versorgt werden. Wenn das geht, ist das okay. Na komm, ein Fall noch. Ein einziger. Ich schaff das noch. Warum haben wir den nicht bekommen? Habe ich die rausgelöscht? Weiß es nicht. Wir müssen doch hier noch irgendeinen Fall kriegen. Los, Leute. Enttäuscht. Ah, da sitzt auch einfach keiner mehr. Das ist das Problem wahrscheinlich gerade. Oh, das sieht böse aus, was der hat. Ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite Mal ist. Ja, Mensch. Ich möchte jetzt endlich hier einen Fall haben. Ich muss aber bis zum nächsten Tag leider warten. Ja, Patient kann nicht aufgenommen werden. Ah, tut mir leid. Die kann nicht vollständig behandelt werden. Warum? Die braucht dieses Antico-Dings da. Und dafür muss sie... Oh, der Arzt ist einfach nicht verfügbar. Und wenn ich sie woanders hinschicke? Hätte da ein Arzt Zeit? Geht sowas? Oh, jetzt kann ich sie gar nicht mehr wegschicken. Oh, das tut mir leid. Würde jetzt einfach... Doch, warte mal, ich kann sie in die ETS zum Beispiel. Aber bringt mir das was? Weil ich brauche ja trotzdem dieses Anti-Dings. Und das scheint irgendwie nicht zu klappen. Kann in dieser Abteilung gar nicht verschrieben werden. Kann ich... Warte mal, das machen wir nochmal weg. Die wird ja gerade schon irgendwohin überwiesen. Also... Die wird dahin gebracht, okay. Ist gerade einfach niemand da, der Zeit hat scheinbar. Also Arzt und Schwester fehlt gerade einfach. Ich weiß aber nicht, wann die wieder da sein werden. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe Escape gedrückt statt Leertaste. Das macht mir gerade so ein bisschen Angst, dass da einfach niemand ist. Wo sind denn hier die ganzen jungen Ärzte, Mensch? Das gibt's doch nicht. Ich habe echt... Die hatte halt schon Herzversagen. Das ist bestimmt nicht gut, wenn die jetzt ewig nicht behandelt wird. Ich warte mal jetzt, dass die andere Schicht kommt. 8 Uhr so. Wenn da bis dahin niemand kommt, dann... Schicke ich die jetzt weg? Ich weiß echt nicht, was ich machen soll mit der. Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann sie ja scheinbar nicht behandeln. Das verstehe ich nicht. Es sind doch 1000 Ärzte. Ich schicke sie weg, glaube ich. Ich habe echt Angst, dass da einfach nichts passiert mehr. Ich schicke die weg. Sorry, aber das geht halt gar nicht, wenn kein Arzt da ist und so. Die kann ja da nicht ewig sitzen und warten. Okay, hier ist die Maßnahme abgeschlossen. Lungen-OP. Das tut mir aber leid. Das sollte reichen, glaube ich. Hier ist noch nicht klar. Okay, machen wir mal kurz die Audio. Das würde wahrscheinlich auch nicht reichen. Und hier müssen wir auch. Dann sollten wir jetzt hier hoffentlich endlich dann mal was bekommen. Also unser letzten hier. Ach, wir sind schon so drüber. Ey, ich kriege ihn gerade nicht ran. Okay, hier können wir auch noch ganz viele Untersuchungen machen. Machen wir wieder alles, was einfach ist. So, Mann, sind das viele Tests. Jetzt müsste doch hoffentlich was kommen, oder? Hier, die Nachtärzte können wir schon mal raushauen. Ja, wir haben es.
Oh, wow. Wir sind reich. Nee, wir sind nicht reich. Wir haben schon deutlich mehr bekommen. Aber wir haben 50.000 dafür bekommen. Wir haben jetzt 30.000. Das Erste, was ich jetzt mache, ist alle wieder rauslöschen. Ich möchte mich jetzt um niemanden mehr kümmern. Macht die das jetzt selber oder muss ich das trotzdem jetzt nochmal machen? Warte mal, ich mache einfach mal eine Sache und dann kann sie sich ja selbst drum kümmern. So gut, wir haben es geschafft. Hui, Gott. Das war anstrengend. Jetzt haben wir 20? Oh Gott, nein. Ach du Kacke. Okay, aber dann würde ich sagen, für die nächsten 20 Leute. Warum habe ich denn die gleiche Aufgabe nochmal? Das finde ich so. Boah, wir kriegen dafür aber auch 20 Patienten mehr. Das ist natürlich gut. Okay, aber da würde ich sagen, wir teilen das ein bisschen auf, dass wir da in verschiedene Ärzte übernehmen, in verschiedene Abteilungen reingucken. Und dadurch mal ein bisschen Abwechslung haben, als wenn wir hier die ganze Zeit nur in der Inneren und der Kardiologie reingucken. Dass wir dann auch halt, ja, hier zum Beispiel bei der Normalstation oder bei der Chirurgie mal die Ärzte übernehmen. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.